Im Folgenden möchte ich eine kurze Darstellung geben zur varma-theologischen Erklärung. Den Text habe ich unter dem Video verlinkt. Die Erklärung ist als Widerstandsdokument aus Teilen der evangelischen Kirche gegen die Nationalsozialisten und ihre Politik im Dritten Reich zu sehen. Sie ist im Mai 1934 entstanden, das heißt also ungefähr ein Jahr nach der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten. Im Wuppertaler Stadtteil Barmen trafen sich Vertreter der verschiedenen Kirchen, um in der Gemarker Kirche eine Synode abzuhalten. Aus dem ganzen Deutschen Reich waren Abgeordnete entsandt worden. Sie kamen aus der lutherischen, der reformierten und der unierten Kirche. Es waren Vertreter der freien Synoden, der Kirchentage und der Gemeindekreise anwesend. Die Vertreter der verschiedenen Kirchen nahmen eine Vorlage von Karl Barth auf und formulierten daraus das hier vorliegende Dokument. Der Aufbau der Barmer theologischen Erklärung ist klar gegliedert. Wir haben eine Präambel, dann folgen 6 Thesen und ein Schluss. In der Präambel wird die Gemeinsamkeit der verschiedenen Glaubensvertreter im protestantischen Bekenntnis hervorgehoben. Hier kommt auch ihre Bezeichnung als bekennende Kirche her. Außerdem wird in der Präambel aufgezeigt, dass die Einheit der deutschen evangelischen Kirche gefährdet ist durch die deutschen Christen, die herrschende nationalsozialistisch orientierte Kirchenpartei. Den Schluss der Erklärung bildet eine Aussage zur Rechtslage. Es wird die Legitimation der Bekenntnissynode betont, für alle evangelischen Christen zu sprechen. Und neben Karl Barth waren an der Ausarbeitung unter anderem die Landesbischöfe Meiser und Wurm sowie die Pfarrer Karl Immer und Martin Niemöller beteiligt. Sie rufen zum gemeinsamen Bekenntnis und zum Widerstand gegen die Bedrohung auf. Der wesentliche Teil der Erklärung mit ihren eigentlichen Aussagen ist in 6 Thesen zusammengefasst. Die Struktur aller Thesen ist gleich. Bibelzitate am Anfang sind typisch für den protestantischen Schwerpunkt dieser Bekenntnisschrift. Sola Scriptura eben. Alle Texte sind aus dem Neuen Testament. Anschließend haben wir Bekenntnisaussagen zu dem, was die Vertreter glauben und bekennen. Und am Schluss kommen immer Verwerfungssätze. Das heißt also eine Abgrenzung von dem, was für falsch erachtet wird. Ich habe hier einmal die erste These als Beispiel herausgenommen. Zu Beginn haben wir, wie gesagt, die biblischen Bezüge zum Neuen Testament. Bei diesen Zitaten aus dem Johannesevangelium wird erkennbar, wo der Schwerpunkt zu sehen ist. Er liegt eindeutig bei Jesus Christus. Im zweiten Teil der These haben wir die Bekenntnisaussage. Hier wird deutlich, dass die Grundlage Christus ist, wie er in der Heiligen Schrift bezeugt ist. Da ist auch wieder der reformatorische Ansatz Sola Scriptura, den wir hier erkennen können. Besonders deutlich wird die Position der Autoren in den dann folgenden Verwerfungssätzen. Diese fangen, abgesehen von der 6. These, die etwas anders ist, alle gleich an. Wir haben überall die Formulierung, wir verwerfen die falsche Lehre. Und dann geht es mit den jeweiligen Verwerfungen weiter. In der ersten These ist deutlich, dass es sich um eine klare Abgrenzung gegenüber der nationalsozialistischen Propaganda handelt. Bestimmte Ereignisse und Gestalten wurden von den Nazis hervorgehoben, aber weder historische Ereignisse noch aktuelle Personen können als Gottes Offenbarung interpretiert werden. Die Nazis hatten vielfach die Machtübernahme 1933 als Zeichen göttlicher Offenbarung dargestellt und damit Hitler und sein Vorgehen legitimiert. Hiergegen wendet sich jetzt die Formulierung in der ersten These. Soweit zur Struktur und zum Aufbau der Barmer theologischen Erklärung und zur Struktur der Thesen am Beispiel der ersten These. Auch die anderen Thesen sind so aufgebaut. Innerlich geht es bei den restlichen Thesen um Folgendes. In der zweiten These kommt der Anspruch Christi auf den ganzen Menschen in allen seinen Lebensbereichen zum Ausdruck. Die Kritik von Karl Barth an der Zwei-Reiche-Lehre Luthers spiegelt sich hier wieder. Unabhängig von der weltlichen Herrschaft ist der Christ immer auf Jesus Christus angewiesen, der über allen weltlichen Machthabern steht. In der dritten These geht es um die Kirche, ihre Botschaft und ihre Ordnung. Sie darf sich nicht wechselnden politischen Strömungen und Ideologien anpassen. Der Heilige Geist, nicht der Zeitgeist, prägen die Kirche. Die vierte These formuliert eine klare Abgrenzung von den Nationalsozialisten und den deutschen Christen. Diese streben eine einheitliche Reichskirche an. Das Führerprinzip des Staates
sollte sich aber nach Vorstellung der Unterzeichner nicht in der Kirche widerspiegeln. In der fünften These wird der totalitäre Anspruch des NS-Staates auf alle Lebensbereiche der Menschen zurückgewiesen. Es wird zwar im Sinne der Zwei-Reiche-Lehre auch betont, dass der Staat die Aufgabe habe, notwendige staatliche Gewalt auszuüben. Die Regierenden müssen aber hierbei die Gebote Gottes beachten und verantwortlich handeln. Die Botschaft Gottes darf nicht in den Dienst eigener menschlicher Vorstellungen gestellt werden. Aufgabe der Kirche, so die sechste These, ist die Verkündigung der Gnade Gottes. Hier scheint die Rechtfertigungslehre Luthers durch. Zusammenfassend kann man sagen, die Barmer theologische Erklärung formuliert eine Gegenposition zur Kirchenpolitik der Nazis. Sie widerspricht ihnen in theologischen und kirchlichen Fragen. Die Bedeutung des Textes geht weit über das Dritte Reich hinaus. Das erkennt man daran, dass sie bis heute in allen evangelischen Gesangbüchern als Text abgedruckt ist.